Kassels Fußgängerzone ist ein gutes Stück größer geworden. Ja, man sieht es hinter mir, die untere Königsstraße ist jetzt für Autofahrer gesperrt, nur Lieferverkehr und Straßenbahn und Busse dürfen hier noch langfahren und nicht wie früher mehrere tausend Autos, die hier am Werktag durchgerollt sind. Das ist ein Experiment, ein Freiluftexperiment auf Zeit. Noch bis Anfang Oktober läuft das. Die Stadt will so überprüfen, ja, wie kann die Verkehrswende aussehen, wie kann auch Lieferverkehr funktionieren in einer möglichst autofreien Innenstadt. Ich habe mit den Leuten hier gesprochen. Die untere Königsstraße gilt ja auch ein Stück weit als Brennpunkt. Hier kommen viele Kulturen zusammen. Die Menschen sagen mir hier aber mehrheitlich, wir finden das gut, dass hier mehr Platz ist, mehr Platz zum Flanieren. Nur wenige sagen, ja, wir verstehen irgendwie gar nicht, warum man jetzt hier die Autos verbietet. Ich habe auch mit einem Mitarbeiter in einem Dönerimbiss gesprochen, der hat mir gesagt, ich habe jetzt die letzten Tage schon deutlich mehr Kundschaft gehabt. Das scheint also was zu bringen. Muss man erstmal abwarten, wie es läuft. Die nächsten Wochen bis zum 3. Oktober läuft das Freiluftexperiment, begleitet auch von vielen Kulturveranstaltungen. Es soll auch ein Picknick geben hier auf der Straße und hinterher soll das Ganze dann ausgewertet werden.